Servus mein Lieben, in dem heutigen Video geht es darum, was man noch neben Tierelements spielen kann, also welche Decks wirklich vernünftig sind gegen Tierelements, was jetzt nicht unbedingt heißen müsst, dass ihr Tierelements komplett damit rasiert. Das wird das beste Deck sein, was es im Master Tool geben wird, aber wie gesagt, da gibt es zwei, drei Decks, die kann man dagegen spielen. Darum geht es heute und wenn euch das Video gefallen sollte, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich euch einfach viel Spaß mit dem Video. Ja moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In zwei Tagen ist es soweit, der Montag dürfte das sein, der 10.04., in dem Tierelements bei uns aufschlägt. Und wer nicht unbedingt Tier 0 spielen möchte, sondern vielleicht Tier 1 oder vielleicht auch Tier 2, ist hier genau richtig. Ich habe zwei, drei Decks für euch, die man neben Tierelements halt spielen kann. Macht es jetzt aber nicht wirklich besser, dass Tierelements so krass ist. Also es wird auf jeden Fall Top-Tier sein. Und die Decks sind nicht annähernd so stark wie Tierelements. Können aber vielleicht so ein ganz kleines bisschen mithalten. Und ich würde sagen, wir gucken uns das erste Deck erstmal an. Unser erstes Deck wäre dann Wanderbrise. Warum genau Wanderbrise? Erstens brauchst du den Friedhof nicht, weil Tierelements manipuliert mit den Ishizu-Karten den Friedhof, was sehr tricky sein kann für Decks, die den Friedhof brauchen. Plus Wanderbrise kann diesen Bad Boy hier spielen. Dimensionsverschiebe. Der wird auch sehr, sehr strong sein. Man kann hier auch noch Dimensionsriss reinmachen, falls man first geht. Ist das auch sehr gut, wenn die dann die Karten millen von euch und die werden dann stattdessen verbannt, weil ihr wollt ja die Wanderbrise-Karten alle verbannt haben. Ansonsten ist das halt wirklich ein sehr, sehr starkes Deck, was man auch immer wieder mal gesehen hat. Es hat immer wieder gewonnen. Auch ohne Barrierestatue ist das halt wirklich ein solides Deck. Die Leute hassen es halt. Warum auch immer, es ist mittlerweile halt fair geworden. Wahrscheinlich einfach, weil die so viel im Gegner-Turn noch spielen. Das wäre der Grund wahrscheinlich, warum viele Leute das Deck nicht mögen. Aber ein Problem hat es jetzt bekommen, nämlich meiner Meinung nach sehr unbegründeter Hit. Die Karte geht auf 1. Das heißt, wir haben nur noch eine Field Spell, was ein bisschen traurig ist, aber das sollte trotzdem noch spielbar sein. Das macht halt nur ein bisschen was an der Consistency und wir kennen alle das Deck. Das hatte Probleme mit der Consistency, deswegen wurde der Topf auch auf 1 gemacht. Und der Topf hier auf 2 war, glaube ich, aber auch wegen Runic hier Topf der Gegensätzlichkeit. Spielt aber keine Rolle. Man kann das schon noch spielen. Man kann, wie gesagt, auch Dimensionsbarriere da drin spielen. Ist aber halt auch eher was für Going First, was ich euch da empfehlen könnte. Wenn ihr da gut im Coinflip gewinnen seid, gönnt euch Dimensionsbarriere. Ansonsten, ich werde es nicht spielen. Meine Liste sieht ungefähr so aus. Vielleicht werde ich nochmal was ändern. Aber ich bin relativ zufrieden mit der Liste. Aber ich werde auf jeden Fall ein anderes Deck spielen. Ist auch mit in der Liste hier heute dabei. Aber Wanderbrise ist es nicht. Und das nächste Deck, was wir uns jetzt anschauen, ist Exorcister. Die können auch halbwegs vernünftig gegen Tierelements spielen. Und gucken wir uns auch einfach mal da das Deck an. Hier haben wir dann auch das gute Stück. Ist jetzt einfach mal so, ich habe das relativ schnell zusammengebaut eben. Ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Liste. Und ihr seht auch, dass ich gar keine Exorcister-Karten mehr habe. Warum habe ich keine Exorcister-Karten mehr? Ich finde das Deck ist nicht gut, finde halt wirklich, es ist eigentlich nur ein Shifter Turbo. Sagen viele auch so, ah nee, es ist wirklich kein Shifter Turbo, dies und das. Aber Going Second, wenn man da wirklich keinen Shifter oder sowas zieht oder Maxi, der dann resolved, hat man halt meistens schon verloren, meiner Meinung nach. Gerade gegen Spriteboards oder sowas, wenn Mata negiert wird oder der Surge negiert wird, dann macht das Deck halt eigentlich legit nichts mehr. Man braucht dann halt wirklich schon immer eine sehr, sehr gute Hand, um irgendwas reißen zu können. Deswegen habe ich mir gesagt, gut, ich mache es kaputt und baue mir dafür ein anderes Deck. Und ja, gute an Exorcister ist, die banischen aus dem Grave, die banischen auf dem Spielfeld, die haben Non-Target-Banish, die können Effekte dodgen, haben halt nur das eine Boss-Monster, nämlich Magnifica, und können halt auch Shifter spielen. Shifter halt extrem gut dann gegen Tierelements, sollte klar sein, wenn der resolved, haben die schon Probleme Plays zu machen. Auch hier habe ich jetzt mal Dimensionsriss reingemacht. Jedes Monster, das auf den Friedhof gelegt wird, wird stattdessen verbannt, ja. Wenn ihr first geht, aktiviert die. Muss Tierelements auch erstmal was gegen die Karte machen, ansonsten haben die auch ein Problem called by. Ihr kennt das Spiel. Also ungefähr würde meine Liste aussehen. Die brauchen auch ihren Friedhof nicht. Und wenn der Gegner was im Friedhof macht, könnt ihr die Effekte triggern. Und das ist ja bei Tierelements der Fall. Und deswegen bietet sich das dann halt auch an, in der Ladder zu spielen. Ich denke, da kriegt das Deck dann nochmal einen guten Push.
Weil selbst wenn ihr was normelt und der Gegner will euch irgendwie was zurückschaffeln oder was auch immer er im Friedhof machen möchte, könnt ihr gleich in der Exil gehen, habt dann wieder einen Bennig. Ihr könnt den Gegner hier mit Gibrin, nee, Caspitel war das, dass der Gegner keine Effekte mehr Spezialbeschwörung, also Monster vom Friedhof Spezialbeschwören kann. Also das ist halt wirklich auch ein guter Effekt. Und wie gesagt, ich denke, das kriegt einen guten Push dann mit Tier Elements, aber wird trotzdem sehr, sehr schwach sein gegen Tier Elements. Das wollte ich sagen. Also es ist jetzt nicht unbedingt der Ultra-Counter, außer ihr geht first und habt wirklich alles, ja. Tier Elements kann auch in eurem Spielzug spielen, aber ich denke, das ist eines der besseren Decks, die man spielen kann. Dann habe ich noch eins, dann kommen wir zu dem Deck, was ich spielen werde. Hier wären wir dann auch schon bei Steinbefreier. Das kriegt ja dann Support mit den Venusylphen. Man kann Venusylphen Steinbefreier spielen, muss man da halt nur gucken, wie gut das ist. Ansonsten, wenn diese super heavy Samurais kommen, wird das Deck auch nochmal ordentlich besser. Aber das wäre halt auch eins, was man noch spielen könnte. Da gibt es auch die 60-Karten-Variante. Wenn ein Tier-Elements bei euch was mildt, profitiert ihr auch davon. Selbe gilt auch für Donnerdrachen oder sowas. Aber ja, Steinbefreier kann um viel rumspielen, wenn sie die passenden Karten haben. Aber das Problem bei dem Deck ist halt, man hat wirklich sehr wenige Handtraps. Ja, man muss halt immer aufpassen, weil wenn man ausgräbt und man spielt viel Müll, dass man halt nichts ausgräbt, was man specialen kann. Und das ist halt auch so ein Problem bei dem Deck. Ich spiele dann halt ganz gerne mit Torblocker, der hat einen coolen Effekt, dass die Spielfeldzauber vom Gegner annulliert ist, solange der auf dem Spielfeld liegt und man kann keine anderen Monster von uns wählen. Das ist auch wirklich eine solide Karte, auch gegen Tier-Elements. Die Field-Spell da ist sehr, sehr strong. Kann man überlegen zu spielen, ansonsten ist halt wirklich eine Standardliste. 40 Karten finde ich halt besser als die 60-Karten-Liste, weil ihr kommt halt besser um Maxi und sowas rum, da zieht ihr wenigstens eure Outs. Bei 60-Karten-Decks müsst ihr halt meistens in Maxi reinspielen, weil ihr da nicht euer Out zieht. Ansonsten ist das halt wirklich ein gutes Deck. Neben Tier-Elements kann um viel rumspielen, baut ekelhafte Boards auf, wo man dann auch erstmal durchspielen muss. Aber ein letztes Deck habe ich noch und das wird wahrscheinlich das beste Deck neben Tier-Elements sein. Das beste Deck wahrscheinlich, was ihr neben Tier-Elements spielen könnt, ist halt einfach Sprite. Ich habe hier eine Neftis-Variante, weil ich jetzt nicht unbedingt eine Meta-Variante ballern wollte. Aber ja, das ist meine Version davon. Was ihr machen könnt, ist das mit Star-Brigade zu spielen. Das wird wahrscheinlich das beste Deck dann sein, neben Tier-Elements. Weil Star-Brigade profitiert ja auch davon, wenn der Gegner Karten bei euch mildt. Wenn ihr auf den Friedhof gelegt wird, könnt ihr dann Karten wieder triggern, die gemildt worden sind. Das ist halt wirklich strong dann. Ansonsten ist halt Sprite wirklich ein sehr solides Deck. Es ist sehr konstant, kann um viele Handtraps rumspielen, hat Gamma, was sie benutzen können. Man hat einen Non-Target-Banish, also man hat hier schon einiges. Und das wird wahrscheinlich das meistgespielte Deck sein neben Tier-Elements. Natürlich, ich gehe davon aus, 70% Tier-Elements, 30% der Rest, wenn jetzt sogar noch mehr Tier-Elements, aber das wird auf jeden Fall reinschlagen und ihr könnt euch da schon mal überlegen, welches Deck ihr von denen, die ich gezeigt habe, spielen möchtet. Weil, was ihr auch wissen müsst, ist, wir haben kein Bestials bekommen, ansonsten hätte man Donnerdrachen, Punk, Bestials, irgendwas spielen können. Ich weiß nicht, was da noch alles dabei ist, wäre eine Option gewesen. Wir haben nur Sprite halt, was wirklich Tier 1 ist. Ich weiß nicht, ob Despia so viel gegen Tier-Elements macht ohne Bestials. Also bleibt nicht so viel übrig. Also das wird dann alleine oben an der Spitze sein, das Deck. Und wir müssen halt gucken, wie wir uns damit rumschlagen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen, welches Deck er neben Tier-Elements spielen möchte. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Da sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.